Vor den heutigen Daten zur Inflation in den USA ist aus meiner Sicht etwas sehr, sehr Wichtiges passiert an den Märkten, nämlich der Charakter des Marktes hat sich verändert. Waren es bisher vor allem die großen Tech-Aktien, eine Apple, Microsoft, Nvidia, Meta, Google, wie sie alle heißen, die faktisch die Märkte nach oben gezogen haben, also die Indizes nach oben gezogen hatten, sodass eben diese Indizes seit Jahresbeginn deutlich im Plus sind und damit kaschiert hatten, dass die allermeisten Aktien eigentlich gefallen sind. So hat sich in den letzten Tagen das Bild gedreht. Jetzt schwächeln plötzlich die Tech-Aktien, die ganz großen Tech-Aktien, und die anderen Aktien legen zu. Und wir wollen uns im Vorfeld der heutigen Inflationsdaten diese Gemengelage mal anschauen. Was lässt sich daraus ableiten? 83% der Gewinne bei US-Aktien kommen von 7 Aktien. Also 7 Aktien von 500 haben im Prinzip das Ganze nach oben gezogen. Man kann da noch einige mit dazu nehmen, aber klar ist, es sind diese Aktien mit großer Marktgewichtung, Nvidia, Apple, wie auch immer, Nvidia, dass die zu teuer ist. Ich glaube, das ist fast schon ein Witz mit einem Kursgewinnverhältnis von über 150. Apple sollte eine Rezession besonders spüren, ja. Aber hier sehen wir mal, wie stark diese Aktien gestiegen sind. Eine Meta, eine Amazon etwas weniger vielleicht, aber das war natürlich ein Riesending. Jetzt schauen wir uns mal die sogenannte Heatmap von gestern an. Da sehen wir Microsoft über 2% im Minus. Wir sehen Nvidia oder auch nie wieder im Minus. Wir sehen Apple im Minus, Amazon im Minus, Meta im Minus. Meta jetzt weniger schlimm, aber manche Aktien, so wie Microsoft und Amazon, über 2% im Minus. Und hier sagt das Trading Desk von Goldman Sachs, das lag an Negative Cloud Calls. Gestern hatte die UBS eine Studie herausgegeben, die zeigen soll, dass dieses Cloud-Wachstum vorbei ist, dass die besten Zeiten da lange hinter uns liegen. Und das ist ja gerade etwa bei Amazon ein maßgeblicher Treiber des Geschäftsmodells gewesen, auch für Microsoft sehr, sehr wichtig. Deswegen diese beiden Aktien wohl bei den großen Tech-Aktien auch deutlicher im Minus. Wir sehen im Bankensektor links unten eigentlich Pluszeichen, dazu gleich mehr. Also ist es Tech gewesen, die was gestern den Markt belastet hat. Und wir sehen, gestern zum Beispiel waren 75% aller Aktien mindestens 1% im Plus. 75% aller S&P 500 Aktien waren mindestens 1% im Plus und dennoch hat der Index praktisch unverändert geschlossen. Das heißt, die anderen Aktien sind fast alle gestiegen und die großen Tech-Aktien sind gefallen, und das hat gereicht, um eben praktisch die Geschichte zu einem Nullsummenspiel zu machen. Also es reicht nicht, wenn 75% der Aktien steigen und nur wenige fallen, wenn eben die wenigen die stark marktgewichteten Aktien sind. Hier sehen wir auf der rechten Seite mal den Breadth Advanced Decline Linie, also wie viele Aktien steigen in Relation zu wie viele Aktien fallen. Und wir sehen, das geht nach oben, also die Zahl der Aktien, die steigen, die steigt. Und dennoch eben die Indizes der Nasdaq im Minus. Hier sehen wir mal etwa oben links Microsoft, dann sehen wir unten links Nvidia und wir sehen auf der rechten Seite XLK, das ist das Nasdaq, das ist das Tech-ETF, also der Tech-Sektor bildet den Tech-Sektor im S&P 500 ab. Und wir sehen bei allen negativen Divergenzen, die sind ja wahnsinnig gelaufen, alles ist da rein. Im Gefolge der Bankenkrise hat man sich gesagt, naja, Big Tech, das ist so ein bisschen sicherer Hafen, das Geschäftsmodell funktioniert immer, und wenn wir Stress im System haben durch Bankenkrise, dann fliehen wir mal, weil wir Aktien-Exposure weiter haben wollen, dann fliehen wir mal letztendlich in eben diese Tech-Aktien, aber das scheint jetzt vorbei zu sein und jetzt könnte die fast schon absurde Situation entstehen, dass die allermeisten Aktien steigen, ich hatte das schon mal angesprochen, aber die Indizes sogar nicht steigen oder vielleicht sogar fallen, weil eben die Tech-Schwergewichte das Ganze nach unten ziehen. Das kann hier durchaus nochmal so einen Schnapper nach oben geben, sowohl bei Nvidia als auch bei Microsoft. Aber diese Divergenzen, die wir oben im RSI sehen, sind krass. Wir sehen Histogram negativ oder mit negativen Divergenzen. Also das wird eine interessante Geschichte. Jetzt muss ich mal hier händisch umstellen. Hier sehen wir mal den Nasdaq 100, der jetzt in dieser Wedge sich befindet, oben mit potenziell negativer Divergenz, wenn wir nochmal nach oben gehen. Also sollten wir vielleicht heute auch im Gefolge der US-Inflationsdaten nach oben gehen,
dann könnten Bullen vielleicht diese Gelegenheit nutzen, zu verkaufen. Das sehen wir oben im RSI hier eingestrichelt in diesem Chart von Ron Walker. Wie gesagt, da sind schon einige Warnsignale, gerade was die Tech-Geschichte betrifft. Nasdaq 100 Daily, da sind wir jetzt in diesem Trendkanal oder testen die untere Begrenzung des Trendkanals, könnten da auch durchaus nochmal nach oben abprallen. Aber oben sehen wir schon im RSI, wir sind schon in Extrembereichen, eben im Nasdaq, im Tech-Bereich. Und das, wo jetzt die Dickfische sich weitgehend aus den Large Caps, und das sind ja fast alles Tech-Aktien, eine Apple, eine Microsoft, alles ja Tech, was irgendwie wirklich groß ist, da wurden sehr viele Gelder abgezogen, 2,3 Milliarden aus US-Aktien. Vor allem aber eben aus den Big Techs wurden hier abgezogen, hier diese hellblaue. Dieser hellblaue Balken, der dunkelblaue ist praktisch der Vergleich zu dem 4-Wochen-Durchschnitt. Also wir sehen, man hat sich da teilweise draus verabschiedet. Hier sehen wir mal das gestrige Geschehen. Dow Jones im Plus, 0,3% etwa, S&P unverändert und Nasdaq ein halbes Prozent knapp im Minus. Wir sehen, der WIX hat es dann nochmal über die 19er-Marke geschafft, dazu gleich mehr. Aber interessant ist auch, dass von den 11 Sektoren, und das obwohl wir wenig veränderte Märkte in der Summe haben, von 11 Sektoren waren 9 positiv. Nur Consumer Communication Services und Technology waren negativ, aber es hat nichts geholfen. Die Indizes dennoch nicht im Plus, und dass es auch gut gelaufen ist für die Mehrheit der Aktien, liegt auch an einem Short-Squeeze, den wir gestern wieder gesehen haben. Goldman's Most Shorted Stocks Index, also die meist geschorteten Aktien, sind wieder deutlich gestiegen, während die Banken hier, KRE, Regionalbanken ETF, das hat sich gut gehalten, ist seit einigen Tagen wieder im Aufwind. Also es scheint da so ein bisschen Beruhigung zu geben in Sachen Bankenkrise. Mal sehen, wie lange die vorhält, diese Beruhigung. Aber most of demand on our desk was hedge fund covers macro short hedges. Also das sind Eindeckungen gerade von Hedge Funds gewesen für Short-Positionen. Aber schauen wir uns mal hier das Volumen an im SPY. Zweite Spalte von rechts sehen Sie Vol. Volumen. Hier sehen wir, sind gestern 58 Millionen Kontrakte gehandelt worden. Das ist miserabel, das ist praktisch nicht vorhanden. Vielleicht will man sich im Vorfeld der heutigen Daten da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber schon der gestrige oder der vorgestern am Ostermontag, wo die Amis ja gehandelt haben, 63 Millionen Kontrakte, davor am Freitag schon 63, davor 64. Wenn wir uns da mal zum Beispiel 13.3., 14.3. anschauen, da hatten wir teilweise 170, 150, also das dreifache Volumen um und bei gehandelt. Also wir sehen, das ist schon sehr, sehr dünn. Und jetzt im Fokus heute natürlich, da Inflation Data, wie wird es reinkommen? Erwartung für die Verbraucherpreise, CPI Headline zum Vormonat 0,2 und 5,2 zum Vorjahresmonat. Und Kernrate, darauf wird besonders zu achten sein, 0,4 und 5,6%. Wir sehen also, dass die Kernrate höher ist. Ist ohne Nahrung und Energie. Das zeigt, dass vor allem Inflation im Dienstleistungssektor da ist, dass vor allem eine Lohnpreisspirale der Fall ist, während etwa Energie jetzt gar nicht mehr das große Problem ist, auch in den USA nicht wirklich. Und hier nochmal die Schätzung der Bank of America, die sagt ja 0,4 und 5,6, was die Kernrate betrifft, also ziemlich inline begründet das hier, spaltet das mal ein bisschen auf. Man sieht hier Core Services besonders hoch, 0,55. Also der Dienstleistungssektor ist hier führend in Sachen Inflation. Hier sehen wir mal die Schätzungen rechts der verschiedenen Analysehäuser. Das schwankt zwischen, was die CPI-Headline betrifft, also nicht Kernrate, zwischen 5,1 und 5,4. Keine ganz große Abweichung, wie wir hier sehen. JP Morgan sagt, oder JP Morgan ist da noch ein bisschen sogar höher gelagert mit 0,5% zum Vormonat, was die Core CPI betrifft, also die Kernrate. Goldman Sachs dagegen nur 0,37, aufgerundet wäre das 0,4 und 5,6.
ist da also vollkommen im Konsens, aber bei der Headline CPI bei 0,13, das wäre dann geringer als erwartet, eben 0,2. Also da ist hier die Erwartungshaltung skizziert. Und warum ist dieses Thema Inflation so wichtig? Nicht nur für die Märkte, sondern vor allem für die Menschen selbst. So haben jetzt in einer Umfrage von CNBC 70% der Amerikaner angegeben, dass sie sich finanziell gestresst fühlen, und knapp 60% derjenigen, die das, oder insgesamt fast 60% aller Antwortenden sagen, ja, das ist Inflation auch, was mich stresst, was sozusagen mich unter finanziellen Stress setzt. Rising Interest Rates sagen immerhin 36%, also man leidet dann auch unter den steigenden Kreditkosten. 35% sagen, was mich echt stresst, ist, dass ich keine Ersparnisse habe. Und weniger als die Hälfte der amerikanischen Erwachsenen haben irgendwelche Rücklagen. Das heißt, weniger als 50% der Menschen haben kein Problem, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht. Das muss man sich vorstellen. Man lebt also ein Stück weit von der Hand in den Mund. Umso wichtiger ist es eben für die Fed dann auch, dieses Problem irgendwie in den Griff zu kriegen, weil sonst die Leute aus dem Konsum kippen. Das ist der entscheidende Faktor. Aber Janet Yellen hat gestern gesagt, also der US-Wirtschaft geht es außerordentlich gut, wenn es jetzt so weitergeht, so die Credit Suisse, ja, die gibt es noch, meine Damen und Herren. Wenn wir jetzt also in diesem Trend, den wir in den letzten Monaten gesehen haben in Sachen Inflation, so weitermachen würden, dann wären wir etwa im Juni nur noch bei 3,7%, aber dann würde es Richtung Dezember wieder nach oben gehen. Klar, wir haben jetzt diese Basiseffekte, die eine Rolle spielen. Jetzt ja die Daten, die heute kommen aus dem März. März war der Monat, wo dann infolge des Ukraine-Kriegs, der am 24. Februar begonnen hatte, dann die Energiepreise richtig gestiegen sind. Dementsprechend wirkt Energie dann tendenziell disinflationär im Vergleich zum Vorjahresmonat. Wie kommen die Daten heute rein? Hier sehen wir mal die 10-jährige Anleiherendite. Gestern ja der Tag, wo die Anleiherenditen gestiegen sind in Europa, in den USA. Vor allem die kürzer laufenden Anleihen, 3 Monate, 2 Jahre, aber auch die 10-jährige. Hier sehen wir positive Divergenzen. Wir sind jetzt dabei, aus dieser fallenden bullischen Wedge auszubrechen. Oft wird dann nochmal back getestet, also man schnappt nochmal zurück. Ähnliches sehen wir hier auf der rechten Seite beim Dollarindex. Da ist man ja auch permanent gefallen, oder der Dollar ist zurückgekommen und könnte vielleicht, ja, das ist immer das Problem mit dem weiteren Zukunftsverlauf, vielleicht muss man das sagen, aber das sieht doch danach aus, dass wir zumindest diesen Abwärtstrendkanal nochmal testen, was bedeuten würde, dass der Dollar weiter steigen würde. Und hier schreibt ein Kommentator auf YouTube heute Morgen, Fugi, tut mir langsam leid, seit Anfang des Jahres predigt er den Niedergang wegen Rezession. Ja, ich antizipiere eine Rezession und ich prognostiziere keinen Crash, habe ich nicht gemacht, sondern ich sage, der S&P, der kann auf 3200, 3300 Punkte fallen, das würde wehtun, wären 20% um und bei. Aber ein Crash nicht so wie 2008, die Märkte aber steigen stetig und streben neue Allzeithochs an. Es gibt nicht mal ein Soft Landing, sondern gar kein Landing. DAX Ende des Jahres über 20.000, und jetzt der Satz, je weniger Kapital, desto mehr steigen die Märkte. Das sind die neuen ökonomischen Realitäten. Okay, das ist so ein Kommentar, den hänge ich mir, glaube ich, über den Schreibtisch. Der kommt mal ins Museum. Jedenfalls, wenn wir etwas informiertere Persönlichkeiten hier mal uns anschauen, wie Cantrow, dann sagt er, es gibt immer 3 Vorbedingungen für eine Rezession: Zinsanhebungen durch die Fed, weil es ein Inflationsproblem gibt, 2. Punkt, und drittens dann tighter Lending Standards, also strengere Kreditvergaberichtlinien der Banken, Banken, die weniger Kredit vergeben. Genau das passiert jetzt im Gefolge der Bankenkrise. Die Banken müssen ihr Cash zusammenhalten, nachdem die Anleger viel Geld abgezogen haben. Alle 3 Voraussetzungen, die Cantrow hier beschreibt, sind der Fall. Und was wird das bedeuten? Erst hast du die Deposit Outflows, hast du die Bankenabflüsse. Das wird wiederum die Funding Markets beeinflussen, also praktisch
Dann auf die Kreditmärkte durchschlagen. Kredite werden weniger vergeben. Das wiederum senkt die Liquidität im System und das wiederum wird ein Problem für die Aktienmärkte. Oben sehen wir mal, wie rasant hier diese Abflüsse passiert sind. Ich hoffe, das können Sie erkennen in der oberen Grafik. Unten sehen wir das nochmal anders illustriert, wie das Geld eben blaue Linie hier in dem unteren Chart in die Geldmarktfonds verschoben wurde. Und die roten Balken signalisieren die Abzüge eben von den Banken. Heute nach oder heute um 20 Uhr ja das FOMC-Protokoll, das FED-Protokoll der letzten Sitzung. Als die FED, wie berichtet wird, sich nach langem Zögern dann doch entschlossen hat, angesichts der Bankkrise die Zinsen um 0,25% anzuheben. Da darf man gespannt sein, was die Herrschaften sagen zur Bankenkrise, wie sie das Ganze einschätzen. Wir werden nicht nur 14:30 bei Finanzmarktwelt die Inflationsdaten bringen, sondern natürlich 20 Uhr dann auch das FOMC-Protokoll. Und insgesamt kann man mit Alexander Vogt sprechen. Die Aktien hoffen auf fallende Zinsen. Und wenn diese Diskrepanz zwischen den Aussagen der Fed und der Märkte ist immer größer geworden, die Märkte erwarten ja mehrere Zinssenkungen noch in diesem Jahr. Wenn das nicht funktioniert, dann besteht Enttäuschungspotenzial. Und gestern zum Beispiel haben wir wieder mal gesehen, wie stark diese Optionen eine Rolle spielen. Zero DTE, also diese Optionen, die noch am selben Tag verfallen, scheint sich so ein neues Muster zu geben, dass dann so eineinhalb Stunden vor Handelsschluss letztendlich dann diese Calls verkauft werden, weil die ja verfallen noch am selben Tag. Dementsprechend sehen wir dann zum Handelsende latent Schwäche. Und jetzt sehr, sehr wichtig, der VIX, die Vola. Hier sind wir gestern ja im Bereich 19 rausgekommen beim VIX. Der ist jetzt an einer kritischen Aufwärtstrendlinie. Hier hat Sven Hendrik mal das übergeordnete Bild beim VIX, den man sehr wohl charten kann, wie ich auch finde, gezeigt. Und das wird jetzt eine spannende Geschichte. Sehen wir da einen Ausbruch von Volatilität? Ja oder nein? Das wird eines der entscheidenden Kriterien sein. Jetzt beginnt ja die Berichtssaison am Freitag mit den großen Banken. Wir hatten jetzt die stärkste Rallye seit 2009 vor einer Berichtssaison. Also schon ziemlich viel Gutes eingepreist, könnte man sagen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass jetzt vor allem dann gegen Ende April die Hochzeit der Berichtssaison dann ist, wenn 42% der US-Unternehmen melden. Kommen wir noch mal kurz nach Deutschland. Weniger Firmen wollen laut IFO ihre Preise erhöhen. Jetzt nur noch 27,2%, der sechste Rückgang in Folge. Man sagt hier, sagt das IFO, Unternehmen haben Großteil ihrer gestiegenen Kosten bereits an die Kunden weitergegeben. Gleichzeitig hat die Nachfrage nachgelassen. Damit dürfte die Inflation in den kommenden Monaten langsam zurückgehen. Ja, aber jetzt kommt wahrscheinlich das, was dann mit der Lohnpreisspirale gemeint ist. Die Arbeitgeber müssen höhere Lohnabschlüsse hinnehmen. Daraufhin erhöhen sie ihre Preise wieder für ihre Produkte und senken die Produktion. Also man produziert weniger, erhöht dafür die Preise, weil eben die Kreditkonditionen auch sich verschlechtert haben, sodass dann eben ein Zweitrundeneffekt eintreten kann, auch wenn jetzt immer weniger Unternehmen die Preise anheben wollen, weil das meiste schon passiert ist. Meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Dollar wird nachgeben, egal wie heiß die Inflation läuft. Das zumindest glauben viele an den Märkten. Hochinteressant, auch mit einem Ausblick auf die heutigen Inflationsdaten. Erste Empfehlung und zweite und letzte Empfehlung, meine Damen und Herren. Es wird Zeit für eine Revolte gegen die Inflation. Das gab es nämlich in den 70er, 80er Jahren. Gerade von Frauen, die haben sich zusammengeschlossen und Boykotte organisiert. Das sollten wir vielleicht auch mal überlegen, ob wir da ein bisschen Druck ausüben können. Also zwei Empfehlungen, dann 14:30 unbedingt reinschauen, Verbraucherpreise, Inflationsdaten und 20 Uhr FOMC-Protokoll. Ich sage jetzt einmal Servus und Ciao.